Ich bin so süchtig, ne? Zum letzten Tag Final Fantasy habe ich schon auf Level 30 gemacht. Bombengame. Heute gibt es einen Vlog. Wir machen eine geile Foodtour durch Bremen. Mein Kollege kommt gleich. Ich muss mich direkt ready machen und dann gehen wir los. Ich sag euch, wie es ist. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen meine Dreads gemacht, ne? Und ich schwör's euch, die sehen wieder Bullshit aus. Ich hasse Dreads. Also das Leben mit Dreads ist wirklich schwer. Digga, die sind immer wieder kaputt. Guck mal, die sehen wieder. Guck mal, wie die wieder aussehen, Digga. Kann das alles nicht mehr. Guck in die an, Digga. Da ist er schon. Guck in die an, Digga. Ach, und heute steht einiges an. Mhm. Ich bring dich heute zu ein paar Essensläden. Ich glaube, die kennst du schon. Kann auch sein, dass du nicht. Ich bring dich einmal zum Haus des Döners. Warst du das schon mal? Nein, hab nur gegessen. Okay, dann ist du heute das erste Mal da. Dann gehen wir heute bei Tendüde. Kikiriki. Das kennst du, ne? Ah, hab ich auch noch nie gegessen. Hä? Ich weiß, hab ich auch noch okay. nie gegessen. Okay, das ist perfekt. Mundburger hab ich gegessen. Okay, schlag, boah, schlag. Geil. No ja, das ist auf jeden Fall ein guter Plan. Und nochmal, ich weiß ja. Die ganzen Läden will ich Ihnen heute zeigen. Und euch natürlich auch. Deshalb. Geiler Vlog. Let's go. Mal ganz kurz Haus auf Streets rein, gucken, was da drin ist. Vielleicht finden wir das japanisches Red Bull. Nee, das ist eine andere Farbe. Das ist so irgendwie so ein Blau und dann steht alles auf Japanisch drauf und so. Fuck, was ist das für Cola, Junge? Guck. Eine gottlose Scheiße auch hinterher. Irgendwas richtig Bodenloses. Und jeder ist eins davon. Ich hab was Heftiges, Das soll richtig sauer sein. Ich bin sogar toxic und so. Das war ein Nuclear Fusion, hey. What the fuck is going on? Das ist so richtig wie das ist eine Gurke, Digga. Die sind so eklig, ne? Oh, Mom. Haus des Döners in Bremen. Da gehen wir jetzt essen. Ich hab Bock, Hunger, Hunger, Hunger. Bruder, genau so müsst ihr den Döner machen, Digga. Achmed. Krank, mein Gott. Bruder, erst du als erstes, ich hab ja schon mal gegessen. Press ihn mal zusammen und beiß von der Seite so rein. Beiß mal einmal von. Ja, du. Ich hab ja schon gegessen. Hier oben, drück oben zusammen so. Und dann beiß von der Seite rein. Sag mal, ja, Digga. Ich schätze, Bruder, das sagst du besser, Döner. Oh, das ist knass. Bruder, sei ehrlich. Kombination, ne? Mit Zitrone, Digga. Mit Zitrone und so, ne? Oder das ist heftig. Das ist wirklich Bombendöner. Oder für 8 Euro geht so fit, ne? Für so einen riesen Döner ist safe. Heftig. Ja, ne? Nimm mal beide Soßen, Digga. Digga, so richtig saftig und alles, Digga. Bombe, ehrlich. Das schmeckt halt nach Reiter, ne? Du hast so ein bisschen Soße. Ich war jetzt schon öfters hier, den gibt es überall. Also in Köln gibt es überall Haus des Döners. Ich denke, in anderen Bundesländern gibt es das auch bestimmt. Deshalb Haus des Döners wirklich Bombe. Und was sagst du? Wie ist der Döner? Für das erste Mal? Wisst ihr, normalerweise, ich mag keinen Döner. Jetzt vielleicht Döner einmal im Jahr. Aber der, Digga, der hat die Soße, der Schafskäse mit der Zitrone drauf und so. Das ist crazy. Bei Gott. Ich sag auch, seitdem Haus des Döners hier in Bremen ist, Digga, macht Döner essen wieder Spaß, Digga. Ich sag's, wie es ist. Ich hab seit Haus des Döners auch 1 oder 2 Jahre keinen Döner mehr gegessen. Ich hab euch immer gesagt, Bremer Spuckstein, Digga. Kennst du den immer? Ja, ich hab keine Ahnung. Müssen wir den jetzt suchen? Spuckstein war hier irgendwo. Ach, der war doch da, hallo? Ja, nein, der ist hier. Bist du hier. Sicher? Nein, ich glaub nicht. Doch. Nein, warte mal. Ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Ich hab's gleich, warte ab, Digga. Das ist wie auf einer Schatzsuche mit so einem Mittelalter, Digga, was ist das, jo? Wo ist immer noch da hinten am Suchen? Nein, aber scheiße, Digga. Niemals ist er da. Hast du gefunden? Ich laber doch keine Scheiße. Dieses Pinke da? Was laberst du? Ich hab in Erinnerung, dass er da war. Das ist der, Digga. Guck mal, wie das schon aussieht. Das, meine lieben Freunde. Ach, wir meinen gar nicht das Gleiche. Ja, was sagst du? Mal Stadtmusikanten? Nein. Ah, nee, bei mir, man hat eine Münze reingeworfen, dann hast du ein Tiergeräusche gemacht. Ja, ja, achso. Ja, ja, safe. Das ist der Spuckstein, der, guck mal, der ist schon richtig angerotzt, Digga. Gib ihm. Für die Leute, die nicht wissen, das ist der Bremer Spuckstein. Das ist wirklich der Spuckstein, heißt der. Das ist irgendwie im Mittelalter irgendeine Frau gewesen, die hat richtig viele Männer vergiftet und deshalb seitdem spuckt jeder drauf. Der vergraben oder was? Ja, die liegt da seit keine Ahnung, wie vielen Millionen Jahren. Ehrlich jetzt? Ja, ich schwör's dir. Ach, mit hau mal einen 50 Cent rein. 50 Cent, Digga, tschüss. Oder, I know, was musst du da rein? 10 Cent, achso. Was schätzt du, was uns hier bei mir rauskommt? Bruder, ich sag Hund. Hund? Ich sag Katze. Nein, die Katze kam gerade. Ich sag Huhn. Ich sag Hund, Hund. Oh! Ich hab dir gesagt, Digga, da kommt Hund. Das ist der Laden, hier wurde Rollo entstanden. Wir sind hier gerade im Bremer Viertel. Wirklich selten, aber das ist der beste Rollo Bremens. Den gibt's schon so lange, ne? Seit 1980 steht da. Und hier ist wirklich Rollo entstanden. Haben auch schon viele Leute Videos drüber gemacht. Das heißt, das ist Arabic Rollo. Rollo. Das ist Mexican. Mexican. So, medium, Arabic,
sagen. Reingemacht. Bombe aus. Das Brot. Macht ihr Brot selber? Ja. Brot selber gemacht? Alles selber gemacht. Die Käse schön gebacken. Lecker. Was ist denn Salat? Ja, Salat. Und auch? Ja, das auch. Okay, schön. Danke. Danke, danke. Okay, erstmal ist rein, Bruder. Ich sag's, der ist heftig. Hast du schon mal gegessen? Nee. Nee? Okay. Ja, genau, wir haben einen Kikeriki geholt. Der hat jetzt 7,90 Euro gekostet. Der große, der kleine 6,90 Euro. Beiß rein. Ah, Digga. Oh, shit, Digga. Bruder, ist so Soße. Bruder, heiß, aber sein Mund verbrennt. Boah. Digga, der ist heftig, oder? So herrlich, das ist heftiger oder Döner? Der ist krank, ne? Dann lass ich einmal essen. Schmack und Fazifaz, Digga. Schmack und Fazifaz. Ehrlich, du? Boah. Bombe, Digga. Ehrlich, Digga. Das ist heftig, ne? 10 von 10. Ehrlich, die Soße ist perfekt. Ja, das Fleisch machen wir selber und geknusprig. Was? Brot machen die selber, so. Aber das ist knusprig nach dem Ofen. Bombe. Das ist echt Bombe, du? No cap. Echt. 10 von 10. Bombe. Sagst du, wie war der so? Ich sag dir ehrlich, eine 10 von 10, den Döner gebe ich eine 8 von 10. 8 von 10 Döner, ja. Und das 10 von 10. Ehrlich, nee, 10 von 10? Nee, weißt du was? Nicht 10 von 10. Nein, sorry. Da hat irgendwas gefehlt, ich weiß nicht was. Ja. Ich gebe dir aber echt eine ganz starke 9 von 10, weil der war echt, Digga, der saß gut im Mund. Bombe. Ganz gut im Mund. Bro, ich sag ehrlich, bei mir, der war stark, ne? Mhm. Aber du hast jetzt alle Dank. Jetzt sagst du auch alle, alle sagen immer, ich nehme den Film zu nah. Junge, das sieht immer so aus, Digga. Wir haben den gegessen, ich nehme den für zu Hause mit, Digga, weil. Wir müssen noch Burger essen. Der war stark, der war Bombe, aber letztes Mal war besser. Digga, ihr habt selber gesehen, Bruder, der hat Soße, ich schwör's, der hat einmal Soße raufgemacht. Der hat so viel Soße raufgemacht. Der war lecker. Auf jeden Fall. Erzähl weiter. Ja, so Kikiriki. Beim Mood Burger, bester Burger Bremens. Wir sind ja schon bei Mood Burger, komm, wir essen Toxic Waste, Digga. Schiss, wir werden sterben, Digga. Mach mal auf. Guck mal, wie das schon aussieht. Ist das Center Schock so mäßig? Bruder, guck mal, wie das aussieht, Bruder. Ist das ein Bonschen oder ein Kaugummi? Okay, lass aber nach Burger, okay? Ja, okay, lass mal Burger. Fangen wir wieder rein. Das ist Nuclear Fusion. Nuclear Fusion? Red Sour Candy. Das hört sich schon sehr gottlos an. Bruder, das hört sich. Lass Hälfte das machen, jeder so. Mischen, ja, safe. Oder nach diesem ganzen Essen, ich schwör's, wir müssen so kacken danach, ne? Digga, Krebs auch. Also, das kann alles verziehen, mehr als einer. Das ist irritierend in deinem Mund, Digga. Der ganze Mundgeschmack, mehr im Mund. Also, sensible Leute sollen das einfach nicht. Boah, ich sag euch, der heftigste Burgerladen in Bremen für mich. Also ich war jetzt auch in anderen Städten und so, aber immer noch, der, es gibt keinen besseren als der. Das ist Angus-Rindfleisch, ja. Ausgerollt. Ja. Jetzt smashen wir das einmal. Das heißt, wir drücken das Blatt so aus. Da kommt alle Momo. Auf jeden. Und oh. So. Welche Tricks am Start hier. Das aus. Oh, Bombe aus. Smashburger. Das einzig wahre, Leute. Smashburger. Merkt euch das. Ja, viel geiler. Richtig, 100%. Hast du schon mal das getrunken? Elephant Bay? Ja, was ist das? Ehrlich? Trink. Mein Lieblings-Eistee all time. Ich sag, das ist der heftigste Eistee, den ich kenne. Der schmeckt irgendwie voll gesund. Das ist gar nicht so süß. Ja, ja. Das ist der heftigste Eistee. So. Saftig, Digga. Ehrlich, saftig, ne? Gib ihm. Bombe, oder? Boah, das Fleisch ist so saftig, ne? Ich glaube, kann man echt nichts falsch machen. Guck dir jetzt mal. Ich habe so vermisst, hier zu essen, ne? Ich liebe das, Digga. Eine Zeit lang bin ich wirklich jeden Tag hier gewesen. Ehrlich, no cap. Elephant Bay. Und Elephant Bay Blueberry, you know what I'm saying? Schmacko, fazzi, fazzi, Digga. Beiß rein, Bruder. Oder ich sag doch, der geht rein wie Butter. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel gegessen wie jetzt. Aber der geht so rein. Der geht noch. Aber der geht echt auf jeden Fall. Ja, ja. Falls ihr mal hier sein solltet, ich esse jetzt selber das erste Mal Mood Burger. Normalerweise hole ich mal Big Mood. Da empfehle ich euch auf jeden Fall den Big Mood. Der ist wirklich Bombe. Der ist auch Bombe. Aber Big Mood ist heftig. Da ist auch eine andere Soße, ne? Da ist auch eine andere Soße drin. Genau. Das ist diese rote Soße. Die ist auch lecker, aber bei Big Mood heftiger. Jeder esst zwei von beiden. Das sieht respektlos aus, Digga. Der hat noch so silberne Packungen und so. Ja, Digga. Das ist der Nuclear, genau. Ach, okay, fängst du an? Okay, ich fang mit denen hier an. Okay, ready. Oh. Ich hör doch dieses Kauen, Digga. Oh, der wird ja schlimmer, Digga. Oh, Jenny. Oh. Du bist dran. Digga, du hast den auch gekaut, Digga, als ob das ein Kaugummi ist oder so. Ich sag den Kaut, Mann. Kaut den auch. Bruder, das ist ein Lutscher. Am Anfang ist es okay. So Center diese. Shock? Ja, so Center Shock mäßig.
Ja, Digga, der kommt rein. Der wird jetzt schlimmer, Digga. Gelb, hier hinten, ne? Ja, 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 genau. Hier, Lo. Der ist stark, aber der geht. Ehrlich, aber ich habe irgendwie Männerangst von denen, Lo. Klebrig an meinen Zähnen. Okay, der ist heftig. Irgendwie Nuklear oder so. Ja, Nuklear Fusion. Boah. Okay, der ist jetzt schon heftiger. Ehrlich? Ja. Oh. Oh! Coden, Coden. Ich hab Angst, jetzt zu Coden. Coden. Und? Nee, der ist nicht. Oh. Hä? Nee, Coden ist gar nicht, Digga. Ehrlich nicht? Ja. Lutschen ist heftiger. What the fuck? No homo. Lutschen ist wirklich heftiger. Oh, ja, der ist. Ja, Lutschen ist. Soll ich beißen oder nicht? Mach, mach, mach. Aber ich find Beißen nicht schlimm. Ja. Ich irgendwie voll den Geschmack. Das ist einfach neutralisiert, ne? Ja. Der erste war schlimmer, du. Der erste war schlimmer, Digga. Der hat richtig schlecht. Ja. Geiler Vlog heute gewesen, ne? Nee, Digga, Männer Spaß gemacht. Das ist so verkackt, ne? Ist das mein Blog? Alles, Digga. Bruder, warum, Digga? Sag mal bitte, warum. Oh, Bro. Aber ist in der Packung. Ist in der Packung. So, meine Freunde, das war der Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen, mal so eine geile Foodtour durch Bremen. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir mit einem Like, tut mir einen Gefallen. Teilt das Video mal gerne mit ein paar Streamern, die das vielleicht so anschauen, ein bisschen ranken. Vielleicht kriegt das Video dadurch vielleicht ein bisschen mehr Reichweite. Mein Kanal ist ja noch mega klein und ich habe echt Bock, so mehr Vlogs zu machen und alles. Gerne einen Kommentar da lassen, wie euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut da rein und ciao.